Die Stadtbibliothek Salzgitter erweitert ihr Angebot um eine wertvolle Ressource, die Statista-Datenbank. Dies schafft einen großen Zugewinn für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende und alle Wissbegierigen. Ab sofort können Inhaberinnen und Inhaber eines gültigen Bibliotheksausweises die umfangreiche Datenbank kostenlos nutzen. Statista ist vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel haben Studierende die Möglichkeit, auf verifizierte und gegenwärtige Statistiken zuzugreifen, um ihre akademischen Arbeiten mit fundierten Quellen zu stützen. Zudem bietet die Plattform Einblicke in Marktprognosen und fördert das Verständnis aktueller Entwicklungen. Die integrierte Zitierfunktion sorgt zudem für korrekte Quellenangaben. Ein weiteres Mal gelingt es, Weltklasse-Künstler in unsere Stadt zu holen. Das renommierte Rascher Saxophonquartett wird ein komplettes Wochenende einen Workshop für klassisches Saxophonspiel leiten. Seit seiner Gründung hat das Rascher Saxophonquartett regelmäßig in den renommiertesten Konzertsälen Europas, Asiens und der USA Auftritte absolviert. Im Rahmen des Saxophon-Workshops stehen allen Bürgerinnen und Bürgern zwei aufregende Konzerte bevor. Diese Veranstaltungen sind nicht nur für die Teilnehmenden des Workshops gedacht, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger. Weitere Informationen erhaltet ihr über den QR-Code oder per Telefon unter 05341 839 4130. Erlebt die Welt des Backens. Noch bis zum 27. September, immer mittwochs, öffnet das alte Backhaus im Mühlengarten des Städtischen Museums Schloss Salda seine Pforten. Seid gespannt auf die Kunst des traditionellen Backens, wenn der Bäckermeister zwischen 10 und 17 Uhr seine Geheimnisse preisgibt. In der charmanten historischen Bäckerei könnt ihr beobachten, wie ihr Teig nach altbewährten Rezepten zubereitet und ihn anschließend in einem holzbefeuerten Steinofen bäckt. Zuschauen ist erwünscht, doch die eigentliche Freude liegt bekanntlich im Mitmachen. Kaffee, Kuchen und das beliebte Museumsbrot runden euren Besuch kulinarisch ab. Am 26. August fand bereits zum 18. Mal der Salzig Band Contest statt. Vor rund 300 begeisterten Zuschauenden spielten 5 Bands um den Sieg. Kurz nach 23 Uhr, nach dem Set von Euphoria, war die Entscheidung der Jury gefallen. Das Fazit: alle waren Sieger, auch wenn nur einer gewinnen kann. Die diesjährige Gewinnerband Kurzmal darf sich auf insgesamt 5 Aufnahmetage im Tonstudio der Stadt Salzgitter freuen. Die Band überzeugte klar mit ihrem professionellen Auftritt. Den 2. Platz machten Ash the Tree, den 3. The Redheads. Beide können sich über Gutscheine für Instrumente und Zubehör freuen. Der 4. Platz ging an die Band Lotus. Platz 5 an den Singer-Songwriter Greydance. Alles in allem war der Contest ein gelungener Abend im Rahmen des Bravo-Seefestes.